Baystone-Ritual, natürlich, das wollten wir ja machen. Das heißt, ich muss mir eine Bone Needle machen. Wir haben Glowstone, das haben wir. Ender Drew. Was ist denn Ender Drew? Huch. Ach, Ender Drew. Jetzt verstehe ich. Hier, das ist auch wieder so eine Lotion aus der Distillery. Da muss ich 6 Stück reinpacken. Oh Gott. So viel Flaschen. Flaschen. So viel Flaschen. Also, ich kann mich echt nicht mehr flashen. 8 Stück habe ich. Das geht also. Das heißt, wir müssen also die Enderperle nehmen und die in die Distillery packen. Ich weiß nicht, wie viel. Flaschen da noch drin waren. Da war nur eine. Super. Machen wir mal 7 rein und packen mal die Enderperle rein und schon wird sie destilliert. Hier sieht man auch schon, dass was fliegt. Hier wird auch ein bisschen, naja, so wirklich Saft abgezogen wird da nicht. Und jetzt arbeitet die Distillerie. Das heißt, jetzt einen kleinen Moment warten und dann kommt da etliches, Kram raus, was richtig cool ist. Und davon brauchen wir auch einiges. Bis man mal so diese Kleinigkeiten eigentlich hat, ne? Ich meine, so ein Raystone ist ja jetzt noch harmlos gegenüber das, was da eigentlich noch kommt. Ui. Das ist eine Menge. Und sogar Whiff of Magic haben wir daraus gekriegt. Was ich sehr feier. Weil dann haben wir quasi das wieder zurückgekriegt, was wir verbraucht haben. Für das Buch. So, ich brauche ja nur ein Fläschchen. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Achso, Ender... Nee. Warte, Ender Drew habe ich? Jetzt heißt es eigentlich nur noch... ja, den Ender... Also hier den... Du weißt schon, was ich meine. Die Bone Needle. Das ist aber die falsche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit geht. Ach. Das ist jetzt ärgerlich. Weil ich habe nämlich hier keinen... Scheiße. Seufzt! Jetzt muss ich doch nochmal dahin laufen. Es ist aber auch eine Lauferei hier. Ich will mal das nächste Lied haben. Es passt irgendwie nicht, wenn man hier die ganze Zeit hin und her laufen muss. Habe ich jetzt die Musik geschrottet oder was? Eine verdächtige Stille ist jetzt hier. 12 Flint. Passt doch. Ich will hier nicht die ganze Zeit Minecraft-Musik haben. Kann ich auch gleich die Minecraft-Mucke anmachen. Ja, jetzt habe ich das Zeug, was ich brauche. Oh, der bringt aber viel. Wir hatten gerade die Hälfte unserer Nahrung weg und der Reis hat einfach mal dafür gesorgt, dass wir wieder komplett voll sind. Also, nicht schlecht, der Specht. Hüpf, hüpf. So, wenn wir das jetzt haben, dann können wir uns endlich... Boah, ey. Ich will es einfach mal wagen, ob ich... Ich bin so doof. Och, Mensch. Wie kannst du denn diese 34 hier übersehen? Ich sehe es schon in den Kommentaren. Terra, du bist blind. Kauf dir meine Brille. Ja, es ist nur schlimm, wenn man die Brille auf hat dabei. Unfassbar. Seufz. So. Jetzt haben wir den Stein. Den Stein der Weisen. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Fehlt noch was? Ich glaube nicht, ne? Der Weg, der Glowstone, das. Wir probieren es einfach mal. Wenn wir abkratzen, dann bin ich schuld. Weil ich mich nicht ausreichend geschützt habe. Das klingt irgendwie voll falsch, aber hey. So. Dann schmeißen wir das jetzt mal dahin. Und das dahin. Und was fehlt jetzt noch? Das hier fehlt.
So, jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Achtung! Hokus Pokus, dreimal schwarzer Kater! Und es kommt aus der Distillery ein Wegstein geflogen. Ich weiß nur nicht. Ja, es ist ja schön, wenn wir einen Wegstein haben. Der hat sich jetzt auch hier die Koordinaten gemerkt, nur wie benutze ich ihn? Das wäre ja mal viel interessanter. Naja, immerhin, wir haben einen Wegstein. Ich meine, das ist doch... Ich hab so... Warte mal. Muss ich vielleicht... den Talisman irgendwie benutzen? Es ist jetzt etwas verzwirbelt. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Warte mal. So, bind the Raystone to the location of the Ritual. Ja, das haben wir. Bind the location of the Ritual. What? Das wäre jetzt hier ein anderes Verfahren, aber irgendwie... A Tune Stone? Das ist ein Attune Stone. Was soll ich damit machen? Ich meine, wenn wir jetzt mal so logisch dran gehen sollten, ne? Da, bin's a time mad old toad or cat as a familiar. Rates of Binding. Ja, das ist immer noch ein Binding-Ding. Mein Problem ist, wie funktioniert das mit diesem Stein? Ja, pull the circle into the Talisman. Ja, dann habe ich erstmal den Circle-Talisman. Das ist ja schon mal schön und gut. So, aber wie kann ich diesen Ver... Ich will jetzt nicht verkackten sagen, aber... Ich bin gerade etwas verwirrt. Aber nur ein bisschen. Egal. Spanish Moss ist ja... Wie viele sind gewachsen? Ist überhaupt was? Es sind zwei. Theoretisch. Yay, unser erstes spanisches Moos. Aber ich pflanze das jetzt erstmal hier noch auf der Seite. Damit das doppelt wachsen kann, weißt du? Oh, das heißt immer noch abwarten, bis wir dieses Ding haben. Aber, ja, wie benutzt man den? Ich glaube, ich habe den sogar schon mal gemacht. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich das hier gemacht habe. Das habe ich hier gemacht, ne? Da war ich, glaube ich, genauso ratlos. Kann das sein? Ach so, attunes not a charge it. Das heißt, ach so, wenn ich jetzt hier nicht die Altar-Power hätte, könnte ich das damit machen. Jetzt macht das so langsam Sinn. Was haben wir denn hier eigentlich? Right of Transposition. Teleport to the Bound Raystone's Location. Warte mal. Wenn ich jetzt... Nehmen wir mal an, ich habe jetzt diese Kreide mit. So funktioniert das also. Warte, ich brauche lila Kreide. Das müssen wir mal ausprobieren. Wie mache ich die? Ach du Kacke. Wasserartischocken. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich noch nicht habe, ne? Aber ich habe die Samen dafür. Das ist schon mal gut. Das heißt, ja, das heißt so viel wie Scheiße. Also... Es ist jetzt etwas ungünstig. Ich sollte mir hier vielleicht auch ein bisschen Eisen einlagern, weil ich hier kein Eisen habe. Okay, dann machen wir das. Dann muss ich ein bisschen Eisen mitnehmen, damit wir da uns auch mal ein Feld machen können, zur Not.
Ich glaube, ich habe die Eimer sogar hier im Bauernhaus vergraben. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen Erde noch. Hoffe ich. Muss man testen. Tür auf, Tür zu. Was? Hier ist ja alles Mögliche. Aber nicht das, was ich suche. Sag mir, dass hier was ist. Terra, du hast eine Sauordnung. Obwohl es ja eigentlich schon ordentlich ist, aber trotzdem, ich finde mich immer noch nicht zurecht. Ich glaube, das werde ich nie. Dafür bin ich einfach nicht die richtige Person für. Also zumindest in Spielen finde ich mich nie zurecht. Wenn ich jetzt ganz normal im Arbeitsleben, sage ich jetzt mal, da finde ich mich eigentlich immer sehr gut zurecht sogar. Aber sobald ich hier in Minecraft bin, das ist so, als ob meine Festplatte gelöscht ist. Hier, guck mal da. Ich nehme mal ein bisschen Eisen mit. Ach komm. Nee, das machen wir anders. 21. Nein, das ist ein bisschen viel. Nehmen wir mal 3 Blöcke mit. Die werden wir auch auseinanderdröseln. Bom. Haben wir 27 Eisen. Weil wir müssen ja da hinten nicht nur graben, Wasser legen, sondern wir müssen ja auch irgendwie das Zeug anpflanzen. Und das ist ja auch nicht so ohne weiteres geschafft. Das ist ja auch ein bisschen Arbeit. Aber es macht Spaß. Das muss ich schon mal sagen. Auch wenn wir hier 1500 Mal hin und her laufen. Es ist doch egal. Manchmal habe ich auch noch irgendwie schöne Themen. Nur im Moment nicht. Warum auch immer. Ach ja. Ja. Aber was ich auf jeden Fall mal sagen kann, ich denke mal, ich werde es irgendwie hinkriegen, dass die Let's Plays, die angefangen worden sind, auch zu Ende gebracht werden. Das hat ja leider in letzter Zeit ziemlich gelitten alles, aber dafür schlägt mein Herz, dass ich es mache. Also, es klingt falsch irgendwie, aber ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Dass ich halt das Let's Play nie aufgeben werde. Ich werde immer weitermachen. Oh. Diese schöne Erde hier, die ist so blöd. Kann man nichts drauf anpflanzen und nichts. Mein Herz schlägt halt dafür, dass ich das hier weitermache, egal wie viel Zeit ich habe und so weiter und so fort. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Hobby, was ich da für mich entdeckt habe vor einigen Jahren. Und ich will das auch niemals aufgeben. Das möchte ich euch hier nur erstmal so mitteilen. Ich weiß nicht, wie lange man sowas machen kann. Ich meine, man hat ja auch bei manch anderen gedacht, dass es nach so ein paar Jährchen vorbei ist. Gibt es ja tatsächlich auch, dass manche wirklich aufgehört haben von 0, nix. Das sind aber meistens dann immer die, die das so wie ich machen als Hobby halt. Die Hauptberuflichen werden, glaube ich, nie damit aufhören. So wie Gronkh beispielsweise. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass der irgendwann aufhört. Also bitte. Der ist da so mit Leib und Seele bei. Der wird das nicht in den nächsten 10 Jahren aufhören. Kann ich mir jedenfalls nicht denken. Selbst wenn er irgendwann mal eine Familie haben sollte, würde er weitermachen. Und das ist echt bewundernswert, was er eigentlich so in diesen ganzen Jahren geschafft hat, ne? Da kannst du echt nicht... Weißt du was, ich schmeiß diese blöde Pisse weg, wollte ich jetzt schon sagen. Man kann ihm echt nicht nachsagen, dass er nichts aus seinem Leben gemacht hat, ne? Vor allem, dass er dann auch noch sozusagen seine Frau fürs Leben gefunden hat. Damit hat doch auch niemand gerechnet. Dass es dann plötzlich die Pan ist. Wie komme ich auf dieses Thema, verdammt? Egal. Ich darf das. Ich bin ein außenstehender Lurch. Ich darf so reden. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin ein Lurch, der außenstehend ist. Oh. Die Lurche. Ich muss mal überlegen, weil ich habe mir das nämlich mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Weißt du, er sagt ja, es sind Lurche. Viele sagen Channel-Familie oder Army oder Kampfkeksgeschwader. Nein, Mobsgeschwader und was es da nicht alles gibt.
Ich habe mir so ein bisschen überlegt, wir müssten eigentlich irgendwas aus Drachen machen, weil ich bin ja ein super Terrador, also so steht's ja vorne. Viele nennen mich auch Terrador oder einfach nur Terra. Terra ist eigentlich mittlerweile so die Gang- und Gäbe-Ansprache geworden, was ich auch wirklich gut finde. Und immer wenn irgendwie dieses, denn Terra vorkommt, also wie so Terraforming beispielsweise, ich fühle mich tatsächlich angesprochen. Es war, vor ein paar Jahren war das noch nicht so extrem, aber mittlerweile, wenn jemand das Wort Terraformen benutzt, ich fühle mich gleich sowas von angesprochen. Das war vor, sagen wir mal, vor 2 Jahren war das noch nicht so schlimm, aber mittlerweile fühle ich mich echt angesprochen. Es war auch für mich komisch. Oh, ich muss ja die hier, oh nein, ich muss die halt richtig auf dem Wasser platzieren. Okay, es war ganz neu für mich. Ich habe ja vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich das erste Mal mit einem meiner Zuschauern mal richtig gesprochen gehabt. War ein ziemlich junger. Ich denke mal, der guckt auch noch zu. Er wird das wissen. Und ich fühlte mich einfach nicht wohl bei der ganzen Geschichte. Ich wurde Terrador genannt. Super Terrador. Ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt im ersten Moment, weil es ist einfach für mich was ganz Neues gewesen zu der Zeit. Und überhaupt mit einem, in Anführungszeichen, Fan. Wenn ich jetzt die Cam angehabt hätte, dann hätte man gesehen, dass ich, dass ich das gemacht hätte, dass ich das in Gänsefüße gesetzt habe. Symbolisch. Und das ist neu für mich gewesen. Mittlerweile ist das eigentlich cool. Vor allem, ich weiß nicht, wie viele Leute hier zugucken. Ich hoffe, es sind ein paar. Ich finde es erstaunlich. Weißt du was, ich pflanze in der Zeit mal. Ich finde es echt erstaunlich, was sich hier in den Jahren so alles getan hat. Vor allem, was mir persönlich sehr gut gefällt, dass der Umgangston hier in dieser kleinen, feinen Community einfach so unglaublich gut ist. Ich habe so viele schöne Menschen, man muss ja mal das so sagen, ich habe so viele tolle Menschen hier kennengelernt und die sind alle auf irgendeine Art und Weise besonders und es ist irgendwie schade, dass man sich nicht um alle kümmern kann, dass man nicht mit allen reden kann. Ich habe ja jetzt schon ein paar, mit denen ich rede und es ist immer wieder ein Genuss quasi, das zu machen. Und das machen zu dürfen. Vor allem, viele haben es jetzt auch mitgekriegt, ich mache mittlerweile ziemlich viel mit dem Teufel. Also, dass wir irgendwie ziemlich viele Streams jetzt mittlerweile zusammen machen. Und da bin ich echt sehr froh drüber. Jetzt, wenn er sich das anguckt, du sollst doch keine Werbung für mich machen. Ist mir doch scheißegal, ich mache das jetzt einfach. Da kannst du dich nicht gegen wehren, weil es dann jetzt hier festgehalten ist für die Ewigkeit. Nee, es ist einfach ein Glücksfang quasi. Also ein Glücksfang. ich freue mich schon auf das Kommentar. Oh, oder irgendwas steht dann da. Ich kenne ihn. Das ist das Problem. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns mal so anfreunden werden. Und das finde ich richtig toll. So, die Anfangszeiten kennt man ja noch, wo er mal ab und zu da war, wo man eigentlich noch nicht wusste, was das für ein Mensch ist, aber mittlerweile kenne ich ihn und das ist echt schön. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Super. Super Mensch, Top-Typ. Einfach mal einen Daumen nach oben. Und ja, ihr könnt ja gerne mal bei Twitch bei ihm reinschauen. Was? Ich habe gerade nichts gesagt. So, ich laufe hier wieder wie Falschgeld rum. Ich werde mir jetzt mal Knochenmehl machen, um das Ganze mal ein bisschen zu beschleunigen. Damit wir hier nicht Jahrtausende warten, bis mal irgendwas gewachsen ist. Kann ich denn das spanische Moos zum Wachsen bewegen? Nö, ist ja doof. Egal, dann lassen wir einfach mal die Wasserartischocken wachsen. Wasser! Artischocken. So, ich denke mal, das könnte reichen. Hoffe ich. Das sind 2. Jetzt bin ich schon wieder am Überlegen, was ich machen wollte. Ach ja, ich wollte hier, warte. Wo ist sie? Da ist sie.
Die wollte ich nicht machen. Ich wollte irgendwas anderes machen. Ach, die farbige Kreide. Oh mein Gott, mein Kurzzeitgedächtnis ist ja wirklich echt nicht schön. Ich muss auch noch das normale Zeug machen. Wood Ash und Gips in die Mitte. Wie machte ich denn nochmal Gips aus Quicklime? Quicklime musste man aus... Ja. Und Foul of Fume. Habe ich das Zeug noch? Ja, ich habe es einmal. Einmal ist ganz schön wenig. Ich habe leider das falsche Holz dafür. Und ich habe wieder so viel Mist in meinem Inventar. Hier, das gehört hier nicht rein. Das werden wir mal in die Kiste packen, die nicht weiß, was sie, wie ihr geschieht. Ich gehe mal in den Keller. Diese Kiste befülle ich jetzt hier mal mit diesem Zeug, was ich hier hinhänge und so. Das reicht ja schon mal. Wupp! Dann kommt hier erstmal das Samenkram wieder rein. Und dann sieht das ja eigentlich schon mal etwas besser aus. Dann ist das nicht mal ganz so überlagert. Silber habe ich noch im Angebot. Eine weiße Kreide habe ich noch, aber ich brauche halt diese zwei. Das heißt, ich muss mir mal eben Quicklime machen. Kann ich das eigentlich auch hier drinnen machen? Nö. Was? Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Ach. Terra, du bist manchmal echt der schlauste einer. So, jetzt haben wir Quicklime. Und jetzt muss ich Gips machen. Das da. Full of Yell. Ja, da brauche ich halt auch zwei von. Das heißt, ich muss mir auch mal ganz normales Holz irgendwie besorgen. Und ich gehe erstmal schlafen. Ich will schlafen. Weißt du, was ich mal machen möchte? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Oh, jetzt ist natürlich You Can Only Sleep at Night vollkommen im Weg. Und ich hätte auch einfach den hier machen können. Oh, ist das schön hier. Naja. Und jetzt nochmal probieren. Jetzt können wir schlafen. Minion is sitting. Minion is walking. Schön. Tja, holztechnisch sind wir nicht so gut ausgestattet tatsächlich. Aber ich weiß, wo Bäume stehen. Die stehen gar nicht so weit weg. Die stehen hier eigentlich um die Ecke, da oben auf dem Hügel. Weil wir ja das Haus hier mal bauen mussten. Was heißt hier mussten? Weil wir das bauen wollten? Ja, da sind doch Bäume. Und ich habe schon wieder diese... Oh, ich habe wieder diesen... Weg damit. Ich kann auch nicht immer diesen komischen Dire Dirt aufsammeln. Das ist, ich weiß nicht, das Unnützeste, was man eigentlich haben kann. Es sieht hässlich aus und es macht auch nichts Wirkliches. So. Wieder gepflanzt. Das dürfte jetzt eigentlich reichen. Aber ich glaube, Fall of Fame kam auch nur, wenn es gerade Lust hatte, mal irgendwie aufzuploppen. Das heißt also, wir müssen wieder mehr Holz verbrennen, als uns eigentlich lieb wäre. Also, wollen wir mal das da reinpacken. Und ich muss hier auch die wieder reinsetzen und ich brauche wieder Clay. Ach. Das dürfte jetzt erstmal reichen, hoffe ich. Na los, komm! Ich will Fall of Fame haben! Das gibt's doch nicht. Ich bin manchmal echt am Verzweifeln, warum das immer so bescheuert sein muss. Wahrscheinlich ist gleich das Holz alle und es ist trotzdem nichts bei rausgekommen. Ich kenne mich doch. Ich habe immer so viel Glück.
Ah, es ist mal einer da rausgefallen. Ist ja ein Träumchen. So, na, los, der letzte muss aber auch noch mal eingeben. Wobei, ich brauche ja eigentlich nur zwei und einen haben wir noch in der Kiste, also es geht noch. Trotzdem ist es ärgerlich. So, habe ich denn jetzt eigentlich alle Sachen dabei? Nee, habe ich nicht. Ich muss ja noch distillieren. Ich glaube, das war, ne? Distillier, doch, das ist die. Eigentlich brauche ich nur zwei Fläschchen. Quasi die zwei Fläschchen, die ich verbrenne. Ich finde es ein bisschen schade, dass man diese Flaschen einfach nicht wieder zurückkriegt. So. Das heißt, jetzt mal kurz abwarten und ich werde mich mal kurz stumm schalten, weil ich mal kurz Nase putzen muss. Kleinen Moment.